Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Ja, wir sind immer noch in Hogsmeade unterwegs und suchen die Läden. Unter anderem, also zum einen wollen wir natürlich hier die bestimmten Läden finden, um dort die Sachen zu kaufen, die wir noch benötigen für unseren Unterricht. Andererseits gucken wir uns aber natürlich auch einfach um. Denn wir sind ja auch neugierig darauf, was es hier sonst noch Schönes zu entdecken gibt. Verdammt, überall Schlösser. Man möchte nicht, dass wir schöne Sachen entdecken, glaube ich. Ah, na hier. Hallo? Ein Bier für uns. Ich nehme mal. Dankeschön. Okay, das ist irgendwie sehr cool und irgendwie sehr eklig. Also das Schweinchen da hinten. Mit ihm hier kann ich nicht reden. Okay, hast du deine... Ja, natürlich. Es geht in meine Kiste für uns. Und ich muss euch gleich mal was zeigen. Oh, der Hut ist schön. Sora hat sich mit mir ganz netterweise mal hingesetzt und mir ein paar Tipps gegeben, die einem das Spiel ein bisschen erleichtern. Zum einen grafiktechnischerweise. Da haben wir jetzt das Beste rausgeholt, was quasi gerade noch geht. Performance-Patch hat ja leider nicht so viel gebracht. Ja, da hat man sich ein bisschen mehr erwartet. Leider war dem da nicht so. Ist das hier einer der Läden, in die wir sogar müssen? Hogshead? Nee, das ist ja das... Warte mal. Ja, das ist das. Okay. Nee, hier kommen wir auch wieder nicht weiter. Ja, also wir haben ein bisschen wegen Grafikeinstellungen und so. Zumindest ist jetzt die Performance einigermaßen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die... Ich habe jetzt die FPS oben eingeschalten, weil ich das mal ein bisschen verfolgen wollte während des Spiels, was da mit den FPS so passiert. Bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob OBS die mit aufnimmt. Vielleicht seht ihr sie gerade oben rechts. Bin ich mir jetzt gerade sehr, sehr unsicher, ob OBS die tatsächlich aufnimmt oder nicht. So, wir gucken jetzt mal auf die Karte. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal gezielt zu den Läden. Was haben wir hier? Eberkopf. Auch eine Schenke. Wir gehen aber mal oben zu Pippin, glaube ich. Ne? Das müsste der Zaubertränkeladen sein. Ja. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Irgendwie habe ich hier diesen Nebenzweig nicht gefunden letztes Mal. Oh je, so viel zu entdecken. Und so wenig Zeit. Nein, wir nehmen uns die Zeit. Ja, und dann hat sie mir auch noch Tipps gegeben. Warte mal, das zeige ich euch mal zuerst. Falls ihr auch selber spielt und euch das noch nicht aufgefallen ist. Das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen. Das musste mir Sora sagen. Und zwar... Man hat ja auch nur einen gewissen Platz im Inventar und ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich hier ganz viele Sachen angezogen habe, die ich gar nicht aufhabe. Das sind alles Sachen, die wir gefunden haben und wenn man die sich so anguckt, haben die ja sogar Stats. Also hier zum Beispiel, die werden jetzt schlechter als die, die ich ausgerüstet habe. Die hier sind am besten gerade offensiv 6. Da muss man natürlich noch ein bisschen auf die Nebensachen gucken. Hier habe ich drauf geachtet? Ja. Ist auch, bringt halt Verteidigung 8, aber ausgeblendet. Also man kann tatsächlich, am besten rüstet man aus, was einfach von den Stats am besten das bringt, was man haben möchte. Und dann macht man F. Ja, F, Erscheinungsbild ändern. Man sieht es hier sogar, er steht da. Ich habe es nicht wahrgenommen, wirklich gar nicht. Und dann kann man einfach zum Beispiel sagen, ich will gar kein Erscheinungsbild, dann ist es völlig weg. Und man sagt, man will was von dem, was man hier im Inventar hat. Oder hier oben halt die Klamottendinger. Ja, und schon hat man deutlich mehr Auswahl. Ich habe mich auch schon gewundert, wo so ein paar Sachen sind, die wir ja freigeschalten hatten. Das sind halt einfach noch Skins. Es ist tatsächlich das, was man im Inventar jetzt hat. Also ich muss dann auch mal verkaufen. Hier zum Beispiel muss ich den Hut aussetzen auf jeden Fall. Ah, das ist der, den wir auch gerade gefunden haben. Und dann machen wir aber, weil ich möchte gar nicht mit Hut rumrennen, sonst sieht man uns ja nicht mehr, werde ich den auch ausblenden. Und hier ist zum Beispiel auch der Zylinder, den wir freigeschalten haben. Und so ein paar komische andere Hüte wie jeder. Toten Hut hier. Der Verteidigung gegen die dunkle Künste Hut. Wir lassen das mal. Und das machst du halt quasi bei allem, ne? Also hier haben wir nur den Schal, okay. Und dann auch hier. Gut, jetzt ist das Erscheinungsbild weg, was ich gerade ausgesucht habe. Jetzt ist nur der hier. Ja. Was bringt denn hier das Beste? Ach, tatsächlich der, okay. Dann nehmen wir mal den, machen hier genau das Gleiche. Ich hatte das noch nicht bei allen tatsächlich gemacht. Hier, der Umhang ist mega geil. Ich will jetzt nicht damit rumlaufen. Ich habe Angst, dass ich davon, weiß ich nicht, hey, Hallos kriege oder so. Aber mega cool. So, entscheide ich jetzt aber, wie gesagt, auch aus. Und hier haben wir auch das Beste an. Okay. Und wenn ihr jetzt im Laden, es gibt ja einen Klamottenladen, da könnt ihr und solltet ihr auch, damit das Inventar leer ist, alles verkaufen. Außer das mit den Stats, die ihr haben wollt. Alles andere verkauft ihr. Und dann habt ihr aber trotzdem noch, nachdem ihr die verkauft habt, den Skin. Tatsächlich. Also den Skin dürft ihr behalten. Und wir sollten vielleicht hier mal auch einen Griff dran packen. Oh, der sieht aber nicht so schön aus, ehrlich gesagt. Ja, na gut. Nehmen wir jetzt mal, damit es nicht so billo aussieht, aber okay. Schönster ist es nicht. So. Dann. Jetzt aber endlich. Willkommen bei J. Pippins. Das war mir gerade wichtig, weil ich habe das nicht gesehen. Wirklich nicht.
Das musst du mir sogar zeigen. Ich hab's nicht gesehen. Raufhandschuhe. So, Mr. Pippin. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ja, bitte. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst? Nee. Und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich. Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten. Ein Liebestrank, bitte. Und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Mhm. Wie kann ich heute behilflich sein? Die Stimme hier ein bisschen wieder recycelt, ne? Der hat ja die gleiche, also ist ja wieder King Julian. Und das hatte ja Ollivander auch schon. Nicht, dass jetzt alle Verkäufer hier die Stimme von King Julian haben. Obwohl ich den Sprecher wirklich toll finde. Also von der Stimme her. Kennt du ihn nicht, keine Ahnung, wie das ist. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen fäsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Der Edurus-Trank. Jo, klingt doch gut. Mega-Power-Trank-Rezept. Ein Rezept für einen High-Trank. Ja, immer gut. Achso, ich muss gedrückt halten, oder? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Das sind aber würzige Preise hier. Utsch. Fokustrank. Reduziert die Abklingzeit für Zaubersprüche. Mega-Power-Trank. Okay. Über manche Namen komme ich nicht hinweg. Mega-Power-Trank werden wir dann irgendwann selber herstellen, bestimmt. Florfliegen. Ja, das finden wir schon alles. Was haben wir hier? Gegenstände, die wir verkaufen können. Ja, tatsächlich könnten wir die jetzt, wie gesagt, verkaufen. Jetzt müsste ich aber vorher halt nachgucken, ne? Also den hier können wir verkaufen, der war auf jeden Fall von der Scheiße. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Mhm. Weil wir wollen uns ja auch neue Sachen kaufen können. Die hier machen gar nichts, ne? Dann einmal schwarze Handschuhe verkaufen, hier verkaufen. Wie gesagt, wir haben hier als Skin weiter. Und das kann ich euch auch gerne gleich beweisen. Dunkle Schieber mit so weg. Kann ich die nicht verkaufen? Weiß ich nicht, warum die jetzt so komisch ausgegraut sind. So, hier zum Beispiel Schuluniform mit zwanglosem Pullover. Tschüss. Und ich zeige euch das mal kurz. Wir gucken einmal zur Sicherheit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, bestimmt. So, dann gehen wir mal hier zur Ausrüstung zurück. Hier haben wir gerade neue Handschuhe auch bekommen. Warum sind die noch verschlossen? Okay, die können wir noch gar nicht benutzen. Die sind irgendwie noch verschlossen. Okay. So, wenn wir jetzt zum Beispiel hier gucken. War die da? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier war der Pullover, ne? Bin ich mir jetzt unsicher. Aber wenn wir jetzt mal gucken. Ja, hier seht ihr, Pullover noch da. Alles noch da. Also die Sachen haben wir gerade verkauft. Es ist noch da. Und wir haben ja auch ganz schöne, hier so ein Mittelalterkleid. Auch sehr niedlich. Was ist das? Boah, auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, hier dieses kleine Outfit, was so ein bisschen aussieht, als wenn man ein Witcher-Spiel oder so, finde ich schon ziemlich cool. Oder bei Plucktails. Daran erinnert es mich eigentlich am meisten tatsächlich. Ich kann hier nicht was machen. Oh, schade. Ich würde gerne selber jetzt hier anfangen zu brauen. Ich gucke nochmal, ob ich heute behilflich sein kann. Kaufen? Nee. Hier. Maxima-Trank oder Unsichtbarkeitstrank? Ist da was? Komm, wir nehmen mal einen Unsichtbarkeitstrank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Finde ich auch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja. Bis bald. Auf jeden Fall. Hier werden wir wahrscheinlich öfter vorbeikommen. Oh, das ist so schön. Diese Läden sind einfach so schön gestaltet einfach. Oh. Kann ich mich einfach nicht satt sehen. Also wirklich nicht. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Gibt es hier noch was zu entdecken? Vielleicht hier hinten noch eine Kiste oder so? Lieber beim ersten Mal... Oh. Ach, hier ist es weit. Geht das? Ja. Ja, lieber beim ersten Mal richtig umgucken, als dann alles nochmal ablaufen zu müssen. Dachte ich mir. Ach, guck mal, da unten ist eine Wackelkiste, aber das geht, glaube ich, noch nicht, ne? Kriegen wir ja immer noch nicht auf.
Levioso. Bin mir nicht sicher, was wir Lumos. Da jetzt eigentlich brauchen. Aber Dafino. Scheinbar nichts von dem, was wir so haben. Reparo. Ja, okay. Nicht. Hab mal alles ausprobiert. Da passiert nichts. Was ist denn hier? Kann man da... Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sieht so aus, wenn ich da runterfalle, komme ich da nie wieder raus. Okay. Wo geht's jetzt hin? Schauen wir mal. Was haben wir denn da? Die magische Rübe. Hogsmeads Lieferant von frischen Produkten, Samen und Dünger. Oh, wir könnten mal... Also wir können beides gucken gehen. Warte mal. Wir gehen da oben mal kurz hin. Ist das hier? Oder da unten? Ich bin mir gerade... Was ist denn hier? Auf geht's nach Hogsmeade. Wir sind in Hogsmeade, meine Liebe. Oh, hier waren wir schon mal. Hier habe ich die Kiste schon aufgemacht. Das kommt mir gar nicht so bekannt vor. Was? Huch? Hallo? Ach, wir sind hier im Hinterdings. Warte mal. Ja, das ist einfach nur das Hinterzimmer. Okay. Ich würde hier gerne raus. Weil immer sitzen da sogar Leute drin. Am helllichten Tage. Am helllichten Tage schon am Saufen. Warte mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Warte mal. Wie war denn der Aufdeckzauber hier? Nee. Reparo. Nee. Protego. Nee, aber schön. Warte mal. Hab ich da irgendwie... Ja, ich mach mir mal die Tür auf. Ich habe doch hier gerade was gesehen, oder nicht? Aber wie mache ich nochmal den Zauber auf? Also, ich bin gerade aber völlig auf. Nee, ich werde das aufdecken. Gott, ich weiß es nicht. Ah, ja. Ja. Ich habe ein paar Tage schon nicht mehr gespielt. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbauen verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen. So, ich wusste doch, dass ich hier was gesehen habe. Ich habe gerade einfach die Taste für den Zauber nicht gefunden. Für Revelio. Mensch. Vielleicht kann ich damit die Kisten machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich brauche ich da einen Schlossknacken-Zauber. Stufe 4. Ey, was ist denn hier los? Sag mal. Ist hier auch jemand, mit dem man reden kann? Kann ich die Sachen mitnehmen? Ne, finde ich schade. Schau mal da, da ist einfach zu. Okay, mehr ist das hier scheinbar nicht. Aber schon schön genug. So, alles zu, alles zu. Dann muss ich jetzt noch mal gucken. Wie bin ich denn jetzt schon wieder hier gelandet? Das gibt's doch nicht. Der alte Narr. Okay, dann gehe ich jetzt dahin, wo wir... da waren wir auch noch nicht. Spindwitches Sportbedarf. Ah, Wälzer und Schrifttrollen ist direkt am Eingang. Na, das ist ja... Wow. Den Laden habe ich jedes Mal verpasst. Okay. Das müsste doch hier irgendwo sein. Mein Vater lehrt mich. Wo ist denn hier der Laden? War das nicht hier gerade auf der Karte? Moment. Irgendwann werden wir uns hier orientieren können. Irgendwann. Oh, schon wieder genau die falsche Ecke. Okay. Unverzeihliche Flüche. Irgendwann, eines Tages. Mein Orientierungssinn ist halt wirklich, wirklich grausam. Ich habe schon wieder das Gefühl. Nee, hier ist richtig. Okay. Ah. Haha. So. Ein neugieriger Geist. Mhm. Endlich habe ich den Laden gefunden. Mensch. Was haben wir denn da Schönes? Ich gehe mal kurz nach oben. Ich bin gleich zurück. Oh. Akio. Ich nehme mit. Ja, das nehme ich doch gerne. Ach, und ich habe gefragt, wegen den Türen in Hogwarts. Es gibt wohl Türen, die kann ich jetzt noch nicht öffnen. Aber es gibt auch Türen, da können wir uns schon ran versuchen. Was ist hier mit dem Buch los? Also. Okay. Ja, also an einer Art Tür können wir uns tatsächlich schon versuchen. Ich habe nicht gefragt, wie es geht. Aber ich wollte wissen, ob es überhaupt schon geht.
Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schülerin also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Hallo. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Warum redet Schauen er so wir verrückt? Uns mal an, was wir haben. Hat er gerade mit mir geflirtet? Ich war ein bisschen... Okay. So, Zauberanweisung, Pflanztisch mit kleinem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit kleinem Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten. Ja, das klingt Nichts gut. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Also Farming haben wir hier auch dabei. Eine kleine Tränkestation. Schaltet die Fähigkeit frei, eine kleine Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um all deine Brauwünsche zu erfüllen. Gut. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ja, wenn ich mal im Lotto gewonnen habe, mache ich das. Ist alles schlechter als das, was ich anhabe, ne? Dann können wir eigentlich auch... Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Naja, ich brauche Geld. Oh, die sind besser? Dann nicht. Tschüss. Und tschüss. Wie gesagt, wir haben alles als Geld. Und wir haben auch nicht sehr viel Platz tatsächlich im Inventar. Wir sollten Lassen Sie mich machen. Wissen, wenn ich Ihnen anderweitig... Jetzt muss ich mal gucken, kann ich jetzt doch die Handschuhe anziehen? Plötzlich geht es doch. Okay. Aber hübsch sind die nicht. Dann nehme ich immer noch die hier. So, wir werden aber immer noch nicht genug Geld haben. Oh, da habe ich gerade was gesehen. Wartet mal. Achso, Sammlungen. Ja, das ist das. Na gut. Da muss ich jetzt gerade nicht gucken. Irgendwann werden wir auch skillen können. Das mir wurde ans Herz gelegt, sowohl von Arbeitskollegen als auch von Sora, dass ich das dann auch tun sollte. Weil man sonst wirklich sehr hinterherhängt. Wenn man das nicht macht. So, jetzt waren wir wieder in einem Laden. Mensch, wann sind wir erfolgreich. Jetzt, ja, was brauchen wir denn jetzt noch? Ich würde eigentlich super gerne mal in den Pflanzenladen gehen. Ich weiß, dass wir da nicht hin müssen, aber ich würde da trotzdem gerne hin. Ist das jetzt hier irgendwo... Ich hätte noch mal genau gucken sollen. Wir müssen ja einfach nur irgendwo rüber. Eigentlich. Hm. Und? gut. So schon mal gar nicht. Nee, da nicht. Ich hoffe sehr, dass dann der nächste Patch hoffentlich mal doch irgendwie die Performance-Probleme für den PC behebt. Also an der Playstation soll es ja gar keine Probleme geben. Da höre ich nur Tolles. Aber PC ist halt echt teilweise... Uff. So, jetzt habe ich es gefunden. Hier lang. Ich hätte doch vorhin hier einfach mal hochgehen sollen, ne? Habe ich aber irgendwie nicht gemacht. So, da. Oh, guten Tag. Ja, hallo. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ach, ich musste hierher. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Mhm. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Ja, geht so. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Hm. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Dankeschön. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Gut, das ist alles. Ich sollte Sebastian suchen. So.
Den Rest lassen wir erstmal. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Revelio. Tatsächlich nicht. So, der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Ja, das hat er uns gerade auch schon gesagt. Aber gut. Oh, warte mal. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Ich habe nichts mitgenommen. Ich weiß auch nicht, wo der Geldbeutel hin ist, der neben Ihnen lag. Ich habe den gar nicht gesehen. Mensch, das ist ja so eine furchtbare Welt, in der ständig Geldbeutel und Klamotten aus den Häusern geklaut werden. Ich weiß auch nicht, wo leben wir hier eigentlich? Ganz ehrlich, der sitzt nicht hier draußen, weil er so gern mit Leuten redet. Der kommt einfach nicht mehr in sein Haus, weil hier alles überwuchert ist. So sieht's aus. Ja, gut. Na, die Schäfchen. Oh, ich sehe es. Ich sehe es. Mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Ach, hier. Der Schäf. Gut gemacht. Was haben wir denn hier für ein Haus? Ob wir da wieder Handschuhe oder so kriegen? Ach, verdammt. Okay. Deswegen sind hier überall Schlösser, wegen Leuten wie uns. Jetzt verstehe ich auch, warum hier alles abgeschlossen ist, ehrlich gesagt. Und wir haben auch schon Feierabend tatsächlich. Mensch, gut, dann laufen wir mal. Und dann laufe ich jetzt mal zurück zu Sebastian. Das ist zum Glück nicht so schwierig zu finden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, warte. Achso, das ist eine Taube. Das ist gar kein Buch. Eine Eule, Entschuldigung. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.